And there it goes, another one. Ja, wir sind Level 35 und wir hoffen, dass wir noch ein bisschen vorankommen. Jetzt habe ich Essen bestellt und ich habe keine Hose an. Und es ist keine Hose in Sicht. Egal, geh schon hin. Geh schon hin irgendwie. Weltstufe 2 ist eh Scam. Auf Weltstufe 1 hast du mehr als 20% schneller Killspeed. So bekommst du da eh mehr XP. Ja, ja. Es ist halt nur so. Ja, kind of eintönig. Mal, die Kiste kann ich glaube ich aufmachen. Vielleicht sind ein paar trübe Kristalle drin. Trübe Kristalle gerade das einzige. Ich habe keinen Schlüssel. Na gut, ciao. Was mir so richtig fehlt, so permanent. Ressourcen. Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. We need them resources. No? Ansonsten, ja, Level Progress mit dem Druiden. Sehr entspannt. Mein Kumpel Quadix, von dem ich jetzt öfter mal erzählt habe, der ist jetzt schon Level 99. Hat also heute, glaube ich, von 93 auf 100 komplett durchgegrindet. Wenn er dann fertig ist heute. Aber ich denke, der wird irgendwie so lange spielen. Wie bitter das sein muss, wenn du auf Level 99 wirklich nochmal rippst, ne? Also stellt euch das mal vor. Du machst eine Woche nichts anderes, außer zu versuchen, Level 100 zu werden. Und dann sowas. Ich glaube, es würde mich brechen. Ich glaube, das würde mich brechen. Ich wäre jetzt schon tiltet, wenn ich jetzt auf Level 35 sterben würde, tatsächlich. Aber ja, mal gucken. Der Drops ist ja noch nicht gelutscht. Der Drops noch nicht erlutscht. Übrigens, für die YouTube-Zuschauenden, ich habe mir Essen bestellt. Wir sind jetzt hier schon 8 Stunden im Grind heute. Und dementsprechend kann es dann sein, dass ich gleich mal kurz weg muss. Wenn ich dann denke, sage ich meinem Cutter, aber er soll das dann schneiden. Bei YouTube. Ja, der Twitcher ist nicht mit drin, Jay. Da kannst du klicken. No Twitch Chat for you, Gaming. Irgendwie sind die gerade so robust. Jetzt haben wir gerade so gefühlt eine 10-minütige Pause vom Zocken gehabt. Irgendwie sind meine Gegner sehr robust. Oh, der ist wieder auferstanden, weil dieser Pisser hier den hochgeholt hat. Du kommst mal zu mir auf den Sandy. Jetzt bin ich trotzdem drin. Weil ich deinen Namen gesagt habe, ne? So schlau von dir, Bro. Einfach die Smarte. So. Let's go. Oh, wir haben das Ding vergessen. Wir müssen doch die Götze zerstören, Mario. Hier ist ein bisschen was los. King of the Dark, was geht ab? Ja, ich merke aber auch schon die 8 Stunden mittlerweile. Vielleicht machen wir bald mal einen Break. Aber wir haben ja keine Zeit. Wir haben ja keine Zeit. Also wir haben das ja schon. Aber vielleicht ist das andere auch hier hinten.
Wir müssen es erforschen. Wir müssen es erforschen. Ja, ist es nämlich. Ganz genau so. Du hast jetzt Feierabend. Ja. Gute Preise, gute Besserung. Der Klinge, irgendwie auf die Mütze. Und ich frage mich gerade, warum. Haben wir hier so einen Schwellenwert erreicht? Oh, wow. Ich kann auf die Mütze kriegen. Hör auf, die Leute hier zu beleben, sonst setzt es was. Schöne Druckwelle. Ja, ja. Ist ja auch schon bald 22 Uhr. Oh, weia. Ich denke gerade sehr viel an mein Essen. Deswegen rede ich gerade nicht so viel. Also Level 40 ist eigentlich noch schon so das, was ich schaffen will jetzt heute. Die Frage ist, wie lange brauche ich dafür? Wie lange brauchen wir für Level 40? Sechsunddreißig haben wir schon mal, also vier noch. So, längere Duration hier. Twitch hat auch gerade eingepennt. Ihr wart den ganzen Tag so aktiv und jetzt schlaft ihr wieder. Mann, Mann, Mann. Ne? Naja, ist ja auch schon spät. Ist ja auch schon spät. Ich kümmere mich um Quaddel, dass er drauf geht. Nice. Ja, wie lange braucht er da noch eine Stunde oder so für ein halbes Level oder so? Lass es zwei sein maximal, oder? Wenn du den ganzen Tag da so drin bist, du wirst halt irgendwann vielleicht unaufmerksam, ne? Da hätte ich auch ein bisschen Schiss vor. Weil gerade auf dem letzten Level bist du, glaube ich, aufgeregt. Also auch ohne Grund so ein bisschen, weil eigentlich passiert ja nichts. Eigentlich passiert ja nichts. Ich habe gerade am Ende zu looten, bin etwas durch. Machen wir mal einen Kakao, den ich vor 2 Stunden angekündigt habe. Naja. Gönn dir. So, der Tank ist ja schon wieder ausgelaufen. Oh, wir haben nur noch den einen. Müssen mal wieder was Neues zaubern. La 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 la.
Gute Preise. Da gibt es auch beim Twitch-Abo-Stufen. Einfach mal reinsubben. Dann bekommt ihr auch diese Nicey-Maus von Kalle, wie auch ich sie benutze. Beste Werbung wohl, Dro. Ich habe die Emotes auch schon recht lange. Und kurz nachdem ich die Emotes eingestellt habe, kamen irgendwie GIFs, also bewegte Emotes ins Spiel. Aber dann dachte ich mir so, ja, leck mich jetzt am Arsch. Kein Bock, nochmal neu machen zu lassen. Hashtag Werbung kann ich. Sehr gut. Wenn du ein richtiger Influencer wärst, würdest du jetzt noch sagen, es ist übrigens keine Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt. Aber ich finde das Produkt geil. Immer noch live, Digga. 8 Stunden. Ja, von nichts kommt nichts, ne? Wieso dreht er sich um? Einsatz in Tornadon. So, we got the dungeon. Let's go. Ab und zu noch ein paar Codexe hier freigeschaltet. Super. Macher. Naja, was heißt Macher? Aber Bock, ja, Bock habe ich. Bock, 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 Bock. Ganz großes Bock. Das ist jetzt die falsche Leiche. Oh, wow. Ich werde wirklich für nichts bezahlt, also gönnt euch. Schon geiler Scheiß, Kappa. Gönjamin, du lieber Elefant. Schön die Leute schnetzeln, die... Süchtiges Opfer. Oh, ich dachte gerade, ich sterbe. Hilfe. Oh, ich war nur gestunt. Was ist denn du? Sind wir hier falsch. Aus irgendeinem Grund. Egal. So. Ja, was ist denn los? Was für eine Verschwendung von Wissen. Seht nur, Vetter. Hat er mich halt fett genannt? Spinnt wohl. So. La 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 la. Oh, ich habe eine Runentafel hiervon, ja, klasse. Drei Stück müssen wir holen. Das ist die letzte. Also machen wir jetzt noch die andere Aufgabe dort. Und weiter geht's. Schönes Event. Oh, ich hasse es. I hate it. Aber es läuft wenigstens schon. Wenigstens läuft es schon. Diese Begleiterscheiße, die ist so anstrengend.
Oder er hatet. Na, lauf. Lauf zu deinem Ding da. Ihr habt mich allein gelassen. Ich habe ja niemanden allein gelassen. Aber da kriegt jetzt hier das Skelett erstmal schön aufs Maul. Verlorener Großvater. Das hat sich jetzt nicht so nach einem Großvater angehört. Aber alles gut. So, da wollen wir aber eigentlich hin. Was sollen wir hier machen? Aha, diese Dinger kaputt machen. Oder nee, ditte hier. Aha. Irgendwie, ich level gerade so viele Sachen gleichzeitig, ich halte gar nichts mehr. Ich halte da gar nicht mehr, du. Hauptsache es schallert. Hauptsache es schallert. Another one. So, okay. Jetzt habe ich ein Event abgeschlossen und es gibt nur einen Punkt. Das ist frech. Das war hier. Oh! Alter, halb tot. Hilfe! Nicht aufgepasst, Jurz. Und dann schon wieder halb tot, ne? Ach, guten Morgen, liebe Sorgen. Okay. Was haben wir hier? Seelengefängnis. Gib her die Seelen hier. Weil die Person läuft mit mir mit. Which is good. Ziemlich slow. Jetzt sind wir nicht mehr so slow. Slow down. Warum ist denn diese Stachelkacke hier so tanky? Hm? Kannst du mir das mal verraten? Danke. Alter, Level 10. Alhamdulillah. Einfach drei Events, die ich machen muss. Und dann kriege ich drei Dinge oder was? Das muss auch erstmal jemand verstehen, das System hier hinter. Moinsen. Aber wir haben auch jetzt hier wieder recht schnell ein ganzes Level fast gemacht. Also es geht schon, ne? Wir haben jetzt innerhalb von 20 Minuten wieder ein Level gefarmt. Es muss halt schneller gehen. Und wir dürfen nicht sterben.
schön nochmal durchwuseln. Im Tornado. So. Ernte gut, alles gut. Oh, scheiße. Mag das nicht, wenn ich so stuck bin. So, die haben jetzt schön eine Ecke. Oh, die haben aufs Maul bekommen. So, jetzt sind wir wieder fertig. Klasse. Das ist auch perfekt, weil wir haben keinen Platz mehr. Dann gehen wir jetzt schön ab hier. So. Ne? Parapaparapa. Es ist getan. So, lol. Ich habe keinen Platz. So, seltener Streitkolben ist wieder ein bisschen besser. Okay. Zweihand brauchen wir nicht. Ja, scheiß drauf. Ja, trashen das alles. Zwei Ringe für eure Erdfertigkeiten. Ja, Problem ist nur, ich habe halt nur das als Erde. Und der Rest ist nicht so geil. Ist wahrscheinlich für diesen anderen Bild wieder geil, ne? Da lag doch was Legendäres hier. Ich habe keinen Platz. Deswegen muss ich erstmal hier hin. Das nehmen wir gleich natürlich mit. Das kann ja sonst keiner aufnehmen, glaube ich. Aber es liegt auch noch da, man sieht es an dem Stern. Der deinen Namen trägt. Und da ist dann nicht mal was Legendäres drin, ne? Also muss ich dann wieder mal natürlich kritisieren. So, Wölfe verlieren wir. Raben braucht keiner. Tornado, ich muss wieder pinkeln. Macht mich das sauer. Immer diese körperlichen Sachen. So, und den wollen wir ja auch noch mitnehmen. Die Schmiede ist best. Das kann man noch verwenden. Nicht so viel Geld, deswegen packen wir das mal hin. Das müssen wir, glaube ich, nochmal beim Okkultisten reinhauen, vielleicht. Alle Fälle, falls wir dann doch noch mal irgendwie überlegen, was anderes zu machen. Dann würde ich einfach direkt damit weitermachen. Legendäre Items irgendwo vergisst, landen sie automatisch in deiner Truhe. Ja, aber ich hatte da jetzt auch eine Truhe und so. Also ich weiß das schon. Aber hatte ich jetzt nicht nötig, dass ich da drauf angewiesen bin, weißt du? So. Das erinnert mich an die WoW South Park Folge. Was meinst du? Was hat dich jetzt daran erinnert? Ach, mit Pinkeln und diesen Bedürfnissen. Ja, ich kann jetzt aber auch niemanden rufen, der mir eine Schüssel bringt. Also es ist halt höchst kritisch, was hier gerade passiert. No. Kann man in so einem Game wie Diablo eigentlich cheaten? Also so legit cheaten? Nee, das geht eigentlich gar nicht. Ich glaube, das geht eigentlich gar nicht. Übrigens auch Dankeschön an all die Leute, die heute ein Follow da gelassen haben. Warum ist der da jetzt... Achso, ich dachte gerade, warum ist der gerade wieder rausgerannt, aber ist er gar nicht. Jawohl, du machst gut. Du bist einer dieser Leute, wo ich sage, man sieht, dass es... Du machst es nicht nur wegen des Geldes. Also ich meine, Haufen Geld. Du hast mit Bus-Simulator aufgehört, obwohl du damit Cash gemacht hast. Haufen Cash gemacht hast. Da sieht man, dass es dir keinen Spaß gemacht und du hast aufgehört, obwohl du, wie jeder andere sagen könntest, ist mir egal, solange das Geld läuft. Auf einen Punkt damit hast du meinen Respekt. Sorry, ich weiß,
zu lang feiert die Einstellung. Du willst Fans und keine Leute, die sich freuen, dass du ausrastest. Also in erster Linie, klar, du hast schon recht. Ich mach das jetzt nicht, weil Leute sagen, oh, mach das. Es gibt aber auch gute Punkte, warum ich das gemacht habe, natürlich. Also warum ich zum Beispiel irgendwie 30 Videos Bus-Simulator gemacht habe. Natürlich hat das auch einen wirtschaftlichen Hintergrund gehabt. Aber ich habe dann irgendwie damit aufgehört, weil das nicht mehr mich erfüllt hat. Also, weil ich da auch einfach schon so gefühlt jeden Joke erzählt habe. Ist jetzt aber so, dass ich mich an diese Gaming-Sache auch wieder so ein bisschen auch auf meinem YouTube-Kanal, also auf meinem Hauptkanal, rantasten werde. Und dass ich dann sowas zum Beispiel auch gut wieder als Indikator nutzen kann, wenn ich jetzt sage, ey, es gibt jetzt zum Beispiel einmalig noch eine Folge Bus-Simulator, damit die Leute wieder heiß wie Frittenfett sind auf den Gaming-Content, der dann danach folgt. So, weißt du, das habe ich... Das ist einfach ein guter Kicker. So. Und ich denke, das wird auch so irgendwie stattfinden. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie wieder monatelang nur das eine machen. Weil mich das einfach nicht glücklich macht. Ich bin aber sowieso so ein Mensch, ich kann das nicht so gut, dass ich nur eine Sache mache. Also, ich brauche immer wieder was Neues in meinem Leben. Sonst bin ich schlichtweg tatsächlich unglücklich. Und das ist auch so ein bisschen so eine kleine Krankheit, weil es gibt auch Leute, die sagen, ey, Routine und so, immer das Gleiche machen, voll geil. Hauptsache, der Laden läuft. Aber dadurch, dass mir halt auch Geld an sich per se nicht so wichtig ist, klar, ich bedanke mich hier natürlich auf Twitch auch immer für die Subs und so. Und ich finde das auch nice. Also ich finde es nice, wenn Leute das supporten, auch finanziell. Aber eher um so eine Safety Base zu schaffen und nicht um jetzt einen Porsche vor der Tür stehen zu haben. Das ist einfach nicht so mein Ziel. Ne? Auf der anderen Seite, man weiß halt auch nicht, wie lange man das hier alles so machen kann. Man sieht aber an Gronkh, dass man das sehr lange machen kann, wenn man es richtig macht, so nach dem Motto. Und ja, da ist das dann natürlich immer so ein Poker mit sich selbst. Man muss halt immer schauen, dass man sich selbst nicht verliert, aber dass man auch gleichzeitig ja. Also, dass man halt das macht, worauf man Bock hat, und dass das aber auch sinnvoll ist. Ich glaube, ich bin, was mich selber und meinen Content und sowas angeht, sehr, sehr reflektiert. Und wenn ich merke, irgendwas funktioniert nicht, dann versuche ich es so anzupassen, dass es funktioniert. Oder, und dass ich halt trotzdem noch Spaß dran habe. Oder ich mache was anderes. Ein Beispiel zum Beispiel ist jetzt gerade die Musik. So, ich wollte unbedingt Musik machen. Und es läuft eigentlich auch gut. Also dafür, dass ich jetzt fresh in das Musikbusiness so ein bisschen einsteige, ist es eigentlich mega gut, wie es läuft. Also es gibt so viele Künstler und Künstlerinnen, die träumen von solchen Videoaufrufen bei Musikvideos wie ich. Oder die träumen davon, dass sie direkt bei Spotify irgendwie, ne, 100.000 Streams haben auf einen Song. Und die machen das dann schon 10 Jahre. Und ich mach mal eben ein paar Songs und es klappt halt irgendwie. So, aber ich bin da auch ein bisschen erfolgsverwöhnt. Ich hatte dann irgendwie ein paar andere Sachen gemacht, die dann einfach klicktechnisch schon ein bisschen besser funktioniert haben. Und das lässt mich dann natürlich auch skeptisch werden. Vor allem, wenn man mal überlegt, wie viel Geld wir jetzt schon in 2 Musikvideos gesteckt haben, ist das einfach nur absurd. Also, ja, das ist, also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, es ist schon wirklich nicht wenig, was da auch einfach an finanziellen Mitteln schon drinsteckt. Da bin ich halt irgendwie auch gerade froh, dass ich dann so eine Agentur wie Instinct Free hinter mir habe, die dann einen sagt, ey Kalle, wir wollen dir das ermöglichen. Let's go. Das finde ich schon mal erstmal geil. Ne? Ein Tag 400k? What? Ja. Also, ich mache das ja auch einfach dann aus Leidenschaft. Und es gibt dann aber, denke ich, auch Projekte, die muss man dann machen, weil man auch irgendwie das Ganze mit finanzieren muss. Also, ich denke mir halt, wenn ich Musikvideos machen will weiterhin, dann muss ich halt auch trotzdem den Rest des Publikums bedienen und sagen, hey, yo, ich bin immer noch Kalle, der zockt. Und deswegen wird es das auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr geben. Ne? Das meine ich halt mit diesem reflektierten Herangehen. So, ich will jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand und sagen,
oh ja, ich mache jetzt nur noch das eine, weil ich da Bock drauf habe. Und dann am Ende stehen wir da und sagen, ja gut, wir haben jetzt minus 2 Millionen gemacht. Du bist raus. Das ist auch nicht Sinn der Sache, ne? Deswegen muss man das einfach ein bisschen mit Köpfchen versuchen anzugehen. Und auch selbstkritisch. Und man muss sich auch mal eingestehen, wenn man selber nicht gut performt hat. So. Aber ich glaube, das ist nicht mein Problem. Dass ich das nicht kann oder so. Zurück in den Bus. Na, das ist auch jetzt nicht, ne? Also ich werde jetzt nicht wieder 30 Bus-Videos machen. Das war auch nicht so ganz schlau gedacht. Weil das dann auch, glaube ich, ein paar andere Leute vergrault hat, die dann sagten, ja, okay, war jetzt am Anfang lustig, aber jetzt reicht's auch mal, ne? Und die Leute, die jetzt immer nach Bus schreien, ich schwöre euch, die sind alle minderjährig. Die haben gar keinen Plan von YouTube, die haben keinen Plan von dem, was da sinnvoll ist. Die sind alle minderjährig. Und da kann ich nicht drauf hören. Also, das geht nicht. Also, sobald hier jemand in meinen Twitch-Chat kommt und sagt, haha, Mounzi, hier ist ein Bild von meiner Katze, weiß ich, darf kein Bier kaufen. Nicht legal. Ist so. Und das ist nicht schlimm. So, also ist nicht schlimm. Aber es muss man auch einordnen. YouTube sagt danke für Kinderfreundlichkeit. Ja, aber YouTube sagt auch danke, wenn ein Let's Hugo da steht und Frauen bewertet. Also, ich glaube, dass das jetzt nicht so dass der Maßstab ist. Als ob er das gemacht hat. Naja, es gab ja dieses Dating-Video auf dem Kanal von Revi. Das meine ich halt. Was hat irgendwie jetzt schon, was weiß ich, keine Ahnung, 2 Millionen Aufrufe oder so? Schau es dir nicht an, war leicht weird. Ich hab's gesehen. Und ich muss sagen, der Dude, ich kenne ihn nicht, den Let's Hugo. Ich persönlich kenne ich den nicht. Aber es ist schon sehr weird. Ich weiß halt nicht, ob der so ist, so verpeilt, oder ob der das spielt. Also es wirkt halt so, als wäre es noch so ein bisschen. Also ich will dir nichts vorwerfen. So, ich kenne den, wie gesagt, nicht. Und es kann sein, dass er einfach so ist. Aber es wirkt manchmal so ein bisschen überzogen. Aber wenn es funktioniert, why not so? Er tut ja niemandem damit weh. Er tut ja niemandem damit weh. Glaube ich. Also ich konsumiere das jetzt alles nicht so krass. Bin aber auch nicht so der YouTube-Verfolger tatsächlich, was ein bisschen ironisch ist. Aber tatsächlich gucke ich kaum YouTube. Tatsächlich wieder angefangen, super viele Serien und sowas zu gucken. Das war so eher mein Jam. So, ich stehe jetzt ein bisschen vor dem Dilemma. Ich würde jetzt demnächst gerne den Stream ausmachen. Aber ich würde irgendwie voll gerne den Charakter weiterzocken. Heute noch. Die Frage ist, darf ich das überhaupt? Ich habe jetzt basically jede Sekunde des Lebens dieses Druiden gefilmt. Ja, also begleitet durch das Let's Play. Und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich stehe vor einem großen Fragezeichen. Nimm doch offline auf. Ja. Da könnte man so eine Zeitraffer-Sache machen irgendwie, ne? So ohne Sound oder so irgendwie. Dass ich wenigstens das aufnehme, damit man sieht, hey, hier, Level up und so. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Das kam mir jetzt so eben als Gedanke. Weil das Ding ist auch, dass das einfach so gerade so ein bisschen boring ist. Also glaube ich auf Dauer, wenn man jetzt so 12 Stunden Let's Play guckt, dann sage ich jetzt mal, sieht man die ganze Zeit nur das.
Ich glaube, das kommt dann über die ganzen Talk-Sachen, die wir hier hatten. Also heute und gestern echt super geile Gespräche, auch im Stream gehabt. War sehr cool. Ich merke halt, wie so meine Energie mich gerade verlässt. Und ich würde jetzt so vielleicht einfach nach dieser Folge, die jetzt dann auch bald durch ist, einfach ausmachen hier den Stream. Dann kommt auch mein Essen, dann chill ich noch ein bisschen. Und dann zocke ich halt off-Stream weiter. Aus privater Sicht bin ich der Meinung, weiterzumachen. Ja, aber du hast einfach nur gerade nichts zu tun und willst hier zugucken. Übrigens, by the way, sagt das gerade meine Managerin, die... Okay, wir machen einen Deal, Jayla. Wir machen einen Deal. Jetzt geht's los. Deal or no deal? Ich spiele weiter im Stream, aber dafür morgen keinen Sync. Oder später. Also nur Wichtiges, so nach dem Motto. Deal. Na scheiße. Ja, dann müssen wir weitermachen. Dann müssen wir weitermachen. Aber ich mache gleich auf jeden Fall eine kurze Essenspause. Wenn das Essen da ist, dann mache ich kurz hier irgendwie ein Video an. Und wir gucken uns das an irgendwie. Da wir freitags nie Sync haben eigentlich. Aber mittlerweile doch schon, oder? Okay, jetzt habe ich mich selbst gefickt. Naja, geil. Aber ich habe ja auch Bock zu zocken. So ist ja nicht. Ich habe ja auch Bock. Ah, unten. Ach, nee, warte mal. Wir sind hier schon lange durch. Warum renne ich hier noch rum? Völlig dumm. Völlig dumm. Mach morgen gerne feines Ausschlafen. Ich muss mal in meinem Kalender gucken. Gibt es irgendwas, was mir morgen einen Strich durch diese Rechnung machen könnte? Gibt es irgendwas, was mich morgen dazu bewegt, wach zu sein? Es steht nicht mal ein Termin drin. Ich bin so dumm. Wir haben nicht mal einen Termin morgen. Oh Mann, ich bin der dümmste Mensch auf diesem Planeten. Wieso gucke ich nicht erst in meinen Kalender und frage dann nach? So, egal. Ich mag den Grind auch. Bin ich ehrlich, ich mag den Grind. Zweihandschmutz. Auch Zweihand. Einhand. Lohnt sich nicht. Ich verstehe. Ja. Ja. Erkennt ihr es jetzt, Laktan? Es reicht. Slatan? Ah, ne, Laktan. Es waren einheimische Jäger. Dieser Unruhe. So. Die Kuh wäre von mir gewesen, hätte ich ihn rausgelöscht, aber war nicht so. Ja, ja, ja. Nein. Aber glaube ich wirklich nicht so. Ja, wir können ja sonst schreiben. Hast du mir eigentlich heute nochmal bei Teams geschrieben oder so? Ich hatte es gehofft. Weil ich weiß das nämlich gerade nicht. Ich habe nämlich nicht mehr reingeguckt, seit wir aufgehört haben, miteinander zu kommunizieren. Also brauchen neue Pots. Keine neuen Infos. Geilo. Neue Pots. Okay, ich gehe ganz schnell pinkeln, weil ich muss heftig strullern.
Lala, da bin ich schon wieder. Sorry. So. Gleich gibt es noch eine Unterbrechung, aber das machen wir dann gleich entspannt. Mit dem Essen. Dann können wir nochmal in den Guide auch reingucken, was uns vielleicht noch so an Sachen fehlt. Das ist ja alles langweilig hier für den. Das Let's. To the Play. So, okay, wir brauchen einen Dungeon. Dann nehmen wir den da unten. Ah, wir wollen Pots machen. Bin dumm. Hat noch dran gedacht. So. Oh, das können wir auch mal machen. Auch nicht schlecht. So, gibt es hier irgendwas, was wir gut gebrauchen können? Schaden gegen Ziegenmenschen, gefallene Fliegen oder okay, bla bla bla. Den Schaden kann die Bahn, bla bla bla. Okay, Schaden gegen Spinnen, bla bla bla. Schaden gegen Vampir, okay. Rüstung, okay, das ist schon eher was. Verringert. Den 200 erhöht die Erfahrung 5%, okay, bla. Die kritische Trefferchance stritt Schaden. Okay, das ist cool. Das will ich auf jeden Fall haben. Ja, jetzt kann ich die anderen nicht mehr machen. Perfekt. Angriffsgeschwindigkeit, Blitzwiderstand, das sind Widerstände, Feldwiderstand, Schattenwiderstand. Verhindert 30 Minuten lang euren nächsten Tod und macht euch danach 2 Sekunden lang immun. Oha! Zermahlende Knochen. Dann bist du noch am Start. Bis ich umfall. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Hat es noch alles Gucci? Da kommt eine kleine Stärkung vorbei. Ah, ihr kommt zurecht. Ah, si, Senor. So, jetzt. Gehen wir da hin. Die Tür ist beschädigt. Na gut. Und dann einen trinken. Let's go. Die nächste halbe Stunde habe ich auf jeden Fall ein zweites Leben. Getränke brauchen wir mehrmals. Die müssen wir fokussieren. Was ist das jetzt für ein Pathing hier? Immerhin keine Straßensperre. Nicht wahr? Jinx ist doch nicht. Ne, wir haben es geschafft. Ohne Straßensperre. Bin die ganze Zeit so. Ich habe es gerade. Überrascht, dass mein Questlog nie voll ist. Ja, wie hinkommen? Aber alles gut. Alles gut, alles gut. City. So, Level 38, wir kommen. Irgendwie sieht man meinen Hurricane gar nicht, aber er ist aktiv gewesen. Oder ist aktiv. Lul. Oh nein, diese kleinen Viecher, ne? Es ist gut, dass ich hier den Trank genommen habe mit dem Sterben. Ganz ehrlich, diese scheiß Fliegen. Die sind wirklich ein bisschen stressig. Mein Retter. Mein Löwe, mein Bär. Tut mir leid, ich sag das jedes Mal, ich weiß, aber es ist auch irgendwie jedes Mal in meinem Kopf.
reicht. Wir brauchen besseres Ressourcenmanagement. Okay. Let's fucking go, man. Das tut schon weh. Also gerade wenn man keine Giftresistenzen hat. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, tatsächlich. Ja, ich bin gesegnet, Digga. Kleiner C versus Schrankecke. Eieieiei. Ah. Noch letztens gegen so eine Wasserkiste gelaufen mit vollen Wasserflaschen drin. Auch genauso unangenehm wahrscheinlich. Wer hat gewonnen? Manchester City. Ist Weltmeister geworden. Tatsächlich. Hat mich auch überrascht. Oder meinst du Schrank oder C? Es ist schon spät, bitte lass mich. Ich bin überrascht, die waren so stark, dass nichts zugehört. Ich hab Weltmeister gesagt. Moin Mädels, moin Jungs, der Tortellini ist wieder da. Hi. Mein Schatz. Scheiße, wir haben ihn vergessen. Aber wir sind noch durchgeflattert. Seid gesegnet. Bin ich doch. Also, ja, Manchester City hat auf jeden Fall alles sehr verdient gewonnen. Wenn man jetzt nur über die Spielerstärke geht. Aber Fairplay technisch? Oh, jetzt ist es wirklich hier vorne irgendwo. Habe ich viel verpasst? Naja, ich weiß nicht, wann du aufgehört hast zu gucken. Wir haben heute fast 20 Level geschafft. Also wir haben bei 19 angefangen und sind jetzt gleich 38. Das heißt, demnächst sind wir dann auf 20 Level heute. Meine Buffalos Remix? Was? Oh mein Gott, ich war gerade Half-Life. Ich glaube, die Transition ab 50 wird nochmal interessant. Meine Freunde sind tot. Mit der nächsten Weltstufe und so. Da werden auch nochmal alle Items ausgetauscht. Schauen wir mal, wie das dann so wird. Dann gibt es aber auch Paragon-Stufen, ne? Du weißt genau, ich werde schwach. Ist in der Insta-Story verlinkt. Remix. Also ich kenne nur dieses Gitarren-Ding, was ich selber geteilt habe heute. Aber von einem Remix habe ich noch nichts gehört. Ich habe auch keine Zeit innerhalb der letzten fast 9 Stunden gehabt, auf Instagram zu chillen. Und ich bin da auch jetzt nicht permanent unterwegs und check alles ab. Immer nur so punktuell, wenn was anliegt. Na? Aber gucke ich mir dann mal an. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Was ich nicht checke, ist, wenn ich meine Wölfe losschicke. Warum die dann nicht quasi wieder Leben bekommen? Ich,
Ich kann nicht. Klasse, der Spalthammer, den nehmen wir natürlich mit. Alter, wie ich den Hasen verprügelt habe. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Okay. Jetzt holen wir uns den Gefängnisschlüssel. Besessener Rohling. Aber ja. Ich glaube, wir gucken uns gleich. Oh mein Gott, nein, nein, nein! Oh, 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 oh. Beruhig dich! Alter, fast gestorben, Bro. Ich schwöre. Ich würde sagen, wir gucken uns gleich mal das Gollum-Video von Max an, während ich esse. Das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Schande über mein Haupt. Zwei Gestalten auf dem Donnerbalken und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Dritte und setzte sich in die Mitte und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Vierte, dem die Scheiße schmierte und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Fünfte, der sich die Nase rümpfte und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Sechste, der die Scheiße flexte und sie schien nach Klopapier. Und dann kam der Siebte, der die Scheiße wiegte und sie schien nach Klopapier. Und dann kam der Achte, bei dem es beim Scheißen krachte und sie schien nach Klopapier. Und dann kam der Neunte, bei dem die Scheiße schäumte und sie schien nach Klopapier. Und dann kam der Zehnte, der brachte das Ersehnte, eine Rolle Klopapier. Und dann kam der Elfte, der nahm sich gleich die Hälfte, eine Rolle Klopapier. Schön. Du singst den Text leicht anders, als ich es im Kindergarten gesungen habe? Ah, fuck! Als ob das ein Kinderlied ist. Schon wieder voll wie ein Eimer hier. So, meine Damen und Herren, so ab in die Folterkammer. Toll, jetzt muss ich das Alberto-Video mit Uwe gucken. Ja, daher kenne ich das auch nur. Also daher kann ich das ursprünglich. Von Alberto mit Flying Uwe im Auto. Und hinten saß, glaube ich, noch. Da ist da nicht sogar, im Originalvideo saß da nicht sogar Simon Desio oder Dan the Man. Eins von beiden. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und dann haben die eine zweite Version gemacht, wo hinten dann Chang saß. So als Reunion-mäßig. Das waren auch noch Leute so auf YouTube, ne? Chang war beim ersten Mal nicht dabei, glaube ich. Beim Originalvideo, die haben das ja quasi vor ein paar Jahren neu gemacht. Aber das Original-Video von vor, keine Ahnung, 10.000 Jahren, das ist quasi OG und da sitzen halt irgendwie, ja, ich glaube entweder Simon Desio, ich glaube sogar Simon Desio hält die Kamera, oder? Hält nicht sogar Simon Desio die Kamera und hinten sitzt Uwe? Weiß gerade nicht mehr, Alter. Wie alt bist du? Kugler, das ist die Frage.
Pass auf, jetzt stirb. 21! Okay. RIP. Ich dachte, du wärst 10 Jahre älter. Mindestens. 31. Ah, okay, wollte schon sagen, Alter. So, dann holen wir jetzt nochmal schnell wieder die Belohnung. Und dann ist das Essen nämlich auch gleich schon da. Das passt ja perfekt. Und dann beenden wir die Let's Play-Folge. Ihr seid alle so alt. Was soll das jetzt? Was ist das jetzt? Zu Stress oder was? Okay. Ich hab einen DC. Ich hab einen DC. Oh mein Gott. Stellt euch vor, das wäre eben passiert. Holy shit, ich hab einen DC. Weh, ich bin tot. Ich penetriere Eltern. Aber ich bin eigentlich in einer Safe Zone. Eigentlich kann ich nicht tot sein. Eigentlich kann ich nicht tot sein. Er lädt sogar direkt rein. Nee, doch nicht. Okay, wir leben noch. Okay, an der Stelle beende ich tatsächlich wirklich die Folge. Und kleiner Schockmoment. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. We'll be right back.